Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Mordors Schatten. Wir stehen hier immer noch an dieser gleichen Position von der Nebenmission. Und da die letzte Folge ein bisschen kürzer war, achte ich diesmal darauf, dass wir erstmal vielleicht ein, zwei Minuten länger machen. Ihr könnt nicht vorbei, sehr toll. Er schwor, dass keiner seine Feinde die Brücke überqueren sollte. Leichen um Leichen türmten sich auf der Brücke auf und stürzten hinab in die Leere. Forme die Legende des Schwertes, Urfeil. Gibt auch gut Belohnung an Punkten. Okay. Wenn ich die Wahl hätte, ob ich ein Schütze oder Jäger sein sollte, würde ich... Kein Zeichen. So. Bereit zu sterben. Achtung, der Glock ist explodiert. Der lag schon und da habe ich gerade nicht reagiert schnell genug. Aber jetzt. So, komm her. Soll also dafür sorgen, dass hier keiner durchkommt. Da ist ein Fackelträger. Okay, also ich bin hier gerade... Oh, damit die Zeit ist ziemlich lang. Mann, hat es gerade gerumst. Oh, da gab es gerade ganz viele Errungenschaften. Oh, das war aber knapp. So, jetzt kommen hier auch schon die ersten Schwertträger. Hast du mich gerade unterbrochen? So, da kommt der Speerträger. Ah. Oh, das war aber knapp. Oh, was? Okay, ja, ja, ich hab's. Ich hab's ja, das tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, Hilfe. Gleich nochmal. Oh. So, er steigt also aus seinem Grab. Ich werde ihn schon zurückbringen. Zimmer. Ist das der Brock, der uns letztes Mal getötet hat? Also wenn er das sein sollte, hat er ein Problem, weil dann müssen wir jetzt kurz töten. So, jetzt teile ich ihn mal aus. Komm mal her, du dummer Brock. So, bam, bam, bam. Und wir haben gerade so viel Wumms, dass wir gerade auch schon die Schilder wieder auseinandernehmen. Und ja, und da kriegen wir einen ins Gesicht. Mann, die kommen auch immer von allen Seiten her. Er flüchtet. Das ist doch Schrock! Wir sehen uns wieder und ich werde mich rächen! Du wirst gar keine Zeit haben, dich zu rächen. Oh. Lauf doch! Lauf doch! Komm her, du feiger Hund. Immun gegen Fernkampf. Super! Komm, warum sehe ich ihn nicht? Jetzt. Aber.
Wir haben uns selber sozusagen gerecht. Nur im Tod findest du Ruhe. So, dann nehmen wir kurz das mit, was hier noch liegt, die Artefakte. Feige Abschau, einfach abgehauen. So, wenn wir sie finden. Die Tapferkeit der Menschen. So. Müsste hier irgendwo sein und da können wir mal X drücken. Da ganz unten. Satra, der Rhymer. Aber wo ist das Artefakt? Wo versteckt sich dieses Artefakt? Der Feigläufer ist ein noch größerer Feigling als ein Maus. Menschen abschauen! Was? Das halte ich für eine Lüge. Ist das hier? Nö, keine Ahnung, wo das ist. Gut, damit geben wir uns erstmal zu unserer Mission, wenn wir das hier gerade nicht finden. Ja, das ist ja dann nicht ganz so schlimm. Okay. Das wollte ich gar nicht. Ist nicht schlimm. Spring, spring. So, hier hoch. Und da ist unsere Mission. Alles klar, ja. Okay, also das ist doch scheinbar ein bisschen schwieriger. Die Fackelträger dürfen nicht vorbei. Dann sollten wir gucken, dass wir da vielleicht 8 Schüsse aufheben oder so. Das wird ein leichtes. Auf der Polka. So. Kannst du uns alle töten? Komm her. Boom. Okay, der Fackelträger ist down. Oh Gott, das ist so heftig. Fackelträger. So. Da muss ich echt ein Auge auf die Minimap halten. Da wird leider mein Counter unterbrochen. So, da hinten kommt ein neuer Fackelträger. So. Oh. Ah. Komm her. Down? Sieht so aus. So. Den einen haben wir da runtergeschmissen. Spring! Da lebt noch ein Fackelträger. Okay, jetzt nicht sein. Also die sind zum Glück nicht so richtig fit auf der Brust. So, den haben wir auch im Kampf verwickelt. Dann geht's immer. Okay, wir haben das schon ziemlich auf den Sack bekommen. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, shit. Sehr gut. Umzingelt ihn! Nicht bewegen! Grenzen abzaugen! Ich lasse dich schlimmern wie ein Kind, das um Gnade fleht! Da! Komm zur Brücke! Stehen bleiben! So.
So, haben wir da mal ein bisschen aufgeräumt. So, hier auch nochmal. Können wir da einen Hinrichten machen auf den? Nee, hat er irgendwie abgebrochen. Oh, nee, nicht. Wir wollen ihn gar nicht. Na! Nein. Oh. Er ist auf der Brücke. Du Arschloch. Habt ihr das gehört? Mann. Das ärgert mich ja. So was Ärgerliches. Annehmen. Oh Mann, es tut mir echt leid, dass du mir hier schon wieder beim Fehl zugucken bist. Ja, so ein Ärgernis. Spult einfach am besten vor, bis es klappt und so. Mann. So. Mich würde interessieren, ob die Fackeln auch wieder auf. Ich hab gedrückt. Zweimal. Sage mal. Das ist ja frech. So, ab wie viel Count dann? Du wolltest mich sterben lassen, Schrack. Ja. Aber nicht mit mir. Ich zeige dir Boah, die Schmerzen, packt nicht grad... die ich... Ich weiß es nicht. Der ist immun, okay. Der fliegt da leider nicht runter. Oh. Das war aber eine enge Kiste. So, der Fackelträger hat auch keine Fackel mehr. So. Ob die fliehen, wenn der tot ist? Aber ich kriege so auf den Sack. Oh. Mann. Da kann ich ja nicht rüberspringen über den. Willst du mir das sagen? Ja. Zweimal entkommst du mir nicht. Ich habe so viele Werkzeuge, die ich dir zeigen will. Noch? Ja, das geht ja nicht. So, mal kurz da reinhämmern. Der Krog ist explodiert. So, wie machen wir das am dümmsten? Wir verpassen dem nochmal ein. So schnell muss man hier sein, ey. Der verpasst ihm gleich ein. Ich häng fest. Ah. Hier sind so viele. Und ich kann keinen Geisterschlag machen. Du bist mir im Weg. Zerfetzt Fleisch. Oh, wie die mich immer gleich festhalten. So, jetzt haben wir mal ganz kurz eine Chance. Da, auf der Brücke. Nein. Nein, so nicht. Das wäre nein. Wie? Da ist jetzt gar nichts passiert. Du gehörst mir.
sag mal kurz hier nochmal abdampfen. 52 Minuten. Und wir haben hier keine Möglichkeit. Irgendwie. Oh, den haben wir runtergekickt. Mehr Zeit zu schinden. Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr gut. So, sein Schild ist schon mal weg. So, das macht es natürlich schon ein bisschen leichter. So. Da kommt neuer Speerträger. So. Noch 8 Sekunden. Gott sei Dank, geschafft. Was eine Mistquest. So. Jetzt aber. Aufräumen. Jetzt wird hier mal ein bisschen Ordnung gemacht. So, komm her. Du auch noch. Ich bin noch gar nicht fertig mit dir. Da, oh, wieder so einer. Oh ja, noch einer. Jetzt einen durchgezogenen. Oh, da habe ich den hinten getroffen. Oh, was ist denn? Oh nein, was ist los? Jetzt aber. Also die sind echt böse. Er hasst Niederlagen. Ich bin noch gar nicht fertig. So. Und von hinter mir werde ich wieder mit dem Speer hier attackiert. So. Wo war ich? Das ist ein ganz blöder Kampfpunkt. So. Die ganzen Schildmänner hier, ne? Die gehen mir ganz schön auf den Senkel. Ich habe eine Idee. Kommt mal her. Au. Warum läufst du davon, Tag? Ach, hätten wir doch bloß mehr Zeit. Das ist ja hier. Also ich versag hier gerade auf ganz hohem Niveau, ob das in Nebenmissionen ist oder hier einfach gegen irgendwelche Scheiß-Orks in Kämpfen. Ich wollte eigentlich die zum Fass führen und draufschießen, aber. Sowas Ärgerliches, ehrlich. Na. Da brauche ich wieder ewig, um hier eine Mission abzuschließen und dadurch ist schon wieder hier die ganze Folge fast wieder rum. So, ja, sind die fertig jetzt hier mit Aufstiegen? Das ist was Ärgerliches, ganz ehrlich. Königin Marvin war besessen. Der Zauberer benutzte sie, um dich zu umgarnen. Durch sie wollte er eine Armee in Mordor errichten. Sauron und Saruman streben beide nach der Macht des Ringmachers. Das ist echt. Puh. Es kann nur einen Herrn der Ringe geben. Ist der voll verrotteter Fische. Warte! So, hier haben wir. Noch irgendwas? Wieder so einer. Oh, der ist auch runtergeplumpst. Jetzt muss ich mal kurz an den kleinen Orks
meine Wut auslassen. Schon wieder so einer. So. Oh, der hat aber schnell nachgelegt. Und solange wir hier immer noch eine Möglichkeit finden, die zu besiegen, ist alles okay. Ich bin gleich da, Freunde. Ich gehe nur kurz hoch. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Bah. Die beste Dewey-Axt ist in der Nähe. Bitte. Du musst verstehen. Wir waren so hungrig. Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte, wo ist denn bitte schön die Bestie in der Nähe? So, den mal kurz terrorisieren. Nee, das ist weiter unten, sehe ich gerade. Hier ist nochmal Kraut. So, ist das irgendwie hier unter? Ach, nee, hier ist es. Zweiter verschlüsselter Tagebucheintrag. Schlau, äußerst schlau. Diese Nachricht auf Pergament geschrieben scheint in einer bisher unbekannten Chiffrierung verfasst zu sein. Es scheint weder eine Auslassung noch Ersetzungschiffre zu sein. Könnte es sein, dass die Nachricht verzaubert ist? Da ist unsere Nachricht. Oder unser Punkt zum Suchen. Hätte ich es nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Orks haben einen Verbündeten in den Fliegen gefunden. In Mordor werden die Leichen niemals knapp. Und ich dachte, dort finden die Fliegen ein reiches Mahl. Doch sie ziehen umher und greifen an wie ein einzelnes Geschöpf. Ich meide sie, wo ich kann. Sie bauen ihre Nester überall. Und Tag und Nacht hört man ihr Summen. Die Orks beten dieses Ungeziefer an, sofern sie nicht selbst davon gestochen werden. Die Orks sagen, es sei ein Spion. Doch für wen spionieren sie? Sie gehören nicht etwa zu euch, oder doch? Da hat jemand Angst vor Fliegen. Es gibt in Mordor noch andere Kräfte neben Sauron und uns. Ja, das sind die Spitze von Koronir. So, ich krabbel mal hier hoch. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Folgenpäuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Also, danke fürs Zuschauen beim Epic Fail hier und ja, wir sehen uns. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.